Welcome to Daily News AI, bringing you the latest global news using cutting-edge technology. We provide you with comprehensive, reliable coverage of independent events around the world, including economic, business, cultural, and technology news. Join us to stay informed of everything happening around the world, as artificial intelligence allows us to provide speed and accuracy in providing information. Do not miss the opportunity to subscribe to receive all new updates. Subscribe now. Deutsche Übersetzung. Habt ihr schon die Neuigkeiten aus der Welt des europäischen Fußballs gehört? Olympiakos Piräus hat sich gerade den Titel in der Conference League geholt und ich bin hier, um mit euch in die Euphorie dieses epischen Siegs einzutauchen. Was ist also in diesem packenden Spiel passiert? Olympiakos stand einer knallharten Konkurrenz gegenüber, zeigte aber unglaubliches Können und Entschlossenheit. Vom ersten Pfiff an war die Intensität auf dem Spielfeld spürbar. Die Energie der Menge war elektrisierend, die Fans jubelten aus vollem Halse und hofften, dass ihr Team Geschichte schreiben würde. Die Strategie von Olympiakos war klar, das Spiel kontrollieren und den Druck hochhalten. Ihre Pässe waren präzise, ihre Bewegungen fließend und man konnte die Konzentration in den Augen jedes Spielers sehen. Es war Teamwork vom Feinsten. Der Wendepunkt kam spät in der zweiten Halbzeit. Beim Unentschieden stieg die Spannung. Konnte Olympiakos das Netz treffen? Dann, in einem Moment purer Magie, durchbrach ihr Stürmerstar die Abwehr und erzielte ein unglaubliches Tor. Das Stadion brach aus, die Fans tobten und die Spieler umarmten sich, da sie wussten, dass sie dem Sieg gerade einen Schritt näher gekommen waren. Aber das Drama war damit noch nicht zu Ende. Die letzten Minuten waren ein Nagelbeißer. Der Gegner drängte hart und stellte die Verteidigung von Olympiakos auf die Probe, doch sie blieben standhaft und wehrten jeden Versuch ab. Und als der Schlusspfiff ertönte, war da nur noch pure Freude und Jubel. Olympiakos hatte es geschafft. Sie waren die Champions der Conference League. Was bedeutet dieser Sieg für Olympiakos? Es geht nicht nur darum, einen Pokal zu stemmen, es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Dieser Sieg bringt sie auf die europäische Landkarte und zeigt ihr Talent, ihre harte Arbeit und ihren Kampfgeist. Es ist ein stolzer Moment für die Mannschaft und ihre Fans, eine Erinnerung, die man noch viele Jahre lang in Ehren halten wird. An alle Fans von Olympiakos herzlichen Glückwunsch. Genießt diesen Sieg, feiert diese unglaubliche Leistung und auf weitere Erfolge in der Zukunft. Das war's für heute, Leute. Wenn euch diese Zusammenfassung des epischen Sieges von Olympiakos Piräus gefallen hat, drückt auf den Gefällt mir-Button, teilt eure Gedanken in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um mehr Sport-Action zu erleben. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Leidenschaft am Leben.